Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Let's Show. Ich bin der Blue Creeper D, auch kurz BCHD. Und heute geht es um das City Hotel, ein Gebäude aus dem Jahr 2013. Und kommen wir mal zum Let's Show, ne? Hey, you wanna get high, man? So, wir sind hier gerade davor. Ich muss mal meinen Game Mode wechseln. So. Ich kann mal kurz rumfliegen. Das Gebäude ist sehr alt. Ungefähr das zweite Gebäude in der ganzen Stadt. Baujahr 2013, ungefähr im Juli oder August ungefähr. Besitzt einen Alarm, besitzt eine Dachbeleuchtung, besitzt. Es ist ein ganzes Hotel drin. Und wir schauen uns das einfach mal an. Ich könnte ja nochmal rumfliegen hier. Wir haben sogar eine Dachetage. Es ist nicht das höchste Gebäude, das sage ich jetzt schon mal, aber es ist klein und erinnert so ein ganz klein bisschen an das Empire State Building. So ein ganz klein bisschen, meine ich. Ne? Ich mache mal kurz Tag, Timeset 0. So, na, gut. Wir gehen mal rein. Das ist die Lobby, sehr klein gestaltet hier. Wir haben hier einen Lichtschalter für die... Wir haben hier einen Lichtschalter für die... Das ist doch unglaublich. Sag nicht, das Ding ist jetzt mit... What the fuck? Was ist das? Okay. Ich bin hier jetzt ein bisschen am Rätsel. Ich war hier... Ah, jetzt geht das. Ich weiß nicht, warum das nicht ging. Kein Plan. Vielleicht war da ein Tageslichtsensor dran und der war damals schwieriger zu bauen. In der 1.5 und na, das funktioniert. Also das ist die Beleuchtung der Lobby, die ich jetzt wieder heil gemacht habe. Da war mal, wo ein Tageslichtsensor dran, den ich abgebaut habe, abgeklemmt habe und der dann, ja, das ist dann so gelassen habe. Wir haben hier unten noch so eine Alarmleuchte. Einfach zentral gelegt, damit das hier alles auch beleuchtet wird, wenn Alarm tatsächlich ist. Wir haben hier einen Aufzug zum Observation Deck, zur Aussichtsebene. Wir haben hier eine Rezeption. Mit einem kleinen Schalter zur Dachbeleuchtung. Kann ich jetzt mal anmachen. Können auch hier hinten. Nee, hinten geht's nicht raus. Können aber mal draußen rumfliegen und uns das anschauen. Wie das wohl aussieht. Ich weiß, das Let's Show kommt recht spät zu diesem Gebäude. Aber ich hatte natürlich noch viele andere Sorgen, viele andere Sachen zu tun. Und dieses Hotel habe ich tatsächlich letztes Jahr, ich glaube, wollte ich gar nicht zeigen. Let's Show machen, weil ich glaube, dann war es doch wieder zu klein. Und ja, jetzt mache ich es einfach. So, ihr seht, das Licht ist aus, es blinkt nicht, es geht nur an oder aus scheinbar. Das ist 1.5 halt. Damals hatte ich ein kleines Problem mit den Clocks. Können wir mal anmachen. Dann sollte das da jetzt an sein. Wenn nicht, dann funktioniert das auch nicht. Aber es sollte funktionieren. Ja, es ist an. Glücklicherweise funktioniert den auch was. So, wir können es einfach mal... Ups, die Etagen sind relativ gleich eingeräumt, obwohl ich damals nicht mit dem Füllbefehl gearbeitet habe, weil es den noch damals gar nicht ab in der 1.5. Können wir in Etage 4 gehen. Hier haben wir so eine Beleuchtung, Flur, ein kleiner Flur mit in jedem Stock, wir sind nur zwei Zimmer. Das ist, naja, recht, die sind auch recht klein gehalten. Hier gleich rein und gleich rein. halt ein bisschen simpel und klein, Ausblick auf Park und Stadt, also man wohnt hier eigentlich ganz schön schnieke, wenn man es mal so sagen kann. Da ist natürlich die Fensterseite, die schönste Seite, weil man hier Ausblick hat auf die Stadt, auf alles in der Stadt. Ja, mit Truhen ist aber nichts drin hier, eigentlich ist nichts drin, mit einer Lampe hier, mit zwei sogar, ja. Weil es gibt hier... Es gibt hier keine Zwischenetagen für Lampen. Meine Güte. Wie habe ich denn damals gearbeitet? Guck mal hier. Beim Sky Tower, das war das erste Gebäude in der Stadt. Da habe ich mit Zwischenetagen gearbeitet. Da zum Beispiel oder da sieht man es. Aber hier in diesem kleinen Tower wohne ich. Wahrscheinlich habe ich da wohl vorgehabt, hier ganz viele Stockwerke reinzubekommen. So, Etage 5 ist genauso. Können wir höher gehen. Etage 6 haben wir hier auch, genauso 7 höchstwahrscheinlich auch. Ja, 7 ist Ende. Hier haben wir oben noch einen Alarm. Können wir mal auslösen, oder? Erstmal gehen wir aufs Observation Deck. So. Ist die Aussichtsebene, hier haben wir noch so einen Boller, so einen richtig schönen Kasten stehen.
Der ist eigentlich nur um den Schutz für die Beleuchtung da, ne? Für die Dachbeleuchtung, da geht der Sensor lang. So, hier hat man jetzt keinen guten Durchblick, aber hier. Hier sind wir dann auf dem Dach. Kann man natürlich auch die Stadt beobachten. Ja, das war damals halt noch sehr angesagt, 2013. Jetzt ist das jetzt schon bereits, also jetzt ist es modern, ganz da oben zu stehen und zu gucken und nicht auf dieser kleinen Ebene. Das war, ja, damals hatten wir auch noch eine höhenbegrenzte Begrenzung. Ich weiß nicht, waren das 10 Blöcke oder so? Nee, 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 das war was anderes. Da war eine Blockbegrenzung und da konnte ich nur so hoch bauen oder so. Und ja, ne, oder die war da schon weg oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, es ist Observation Deck hier, klein, aber fein. Kümmert hier niemanden mehr oben. Und wir können jetzt mal den Alarm austesten. Der ist. Danke, Ferrari. Sehr schön. Können wir mal den Alarm austesten. Zuerst haben wir hier oben einfach normalen Alarm. Wenn wir jetzt hier runter fliegen. Jupp. Dann haben wir unten den Alarm. Kann ich auch nochmal hier zeigen. Ist ganz simpel mit Notenblöcken halt. So wie man es macht. So. Und natürlich, wenn es dunkel ist, leuchtet die Lampe natürlich richtig gut. Ich mache mal das Licht aus. Ja, also man merkt schon, hier ist Alarmstimmung. Natürlich könnte man es mit rotem Glas machen. Das gab es in 1.5 noch nicht. Aber jetzt gibt's das. Deshalb mache ich es jetzt. Es gab es, es würde es, ja, naja, 1.5 halt. So, ist ein simples Gebäude. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Auch von außen sieht das gut aus. Passt auf jeden Fall in die Stadt rein. Und das war das City Hotel. Ich werde nochmal ein Hotel bauen. Ich habe nämlich vor, mit einem Freund das Chrysler Building zu bauen. Das kommt dann höchstwahrscheinlich auf die Fläche hier hin, weil die hier schön groß ist. Auf die da hinten nicht, weil da schon zwei stehen. Und dann war es das auch mit dem Let's Show vom City Hotel. Halt, Baujahr 2013. Damaligen 1.5.3 Version, keine Ahnung, 2, 3 oder 4. Das war gerade nach dem Redstone-Update. Dann gab es da erst die Redstone-Blöcke. Die Comparator-Repeater gab es schon. Ich glaube, Redstone auch. Und Kraken gab es da, glaube ich. Der Lichtsensor kam hinzu. Und ja. Und ja, eigentlich mehr nicht. Glaube ich. Ja, das war noch Zeiten damals, als ich dieses Dorf hier hatte. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wenn ja, lasst doch eine Bewertung da, gebt einen Daumen hoch, abonniert meinen Channel, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Und ich werde noch ein neues Gebäude bauen, ein größeres, moderneres. Na, das war der Commerzbank Tower. Und vielen Dank fürs Zuschauen, sage ich nochmal, wieder, schon wieder und schon wieder. Wir sehen uns dann im anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao.